Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Europa-Let's Play zu viert und diesmal wieder dabei die Kursorten. Fangen wir mit A an, wie Ass Reiter. Hi. Hallo, grüßt euch, liebe Zuschauer. Und weiter über M wie Momino. Jo, Hallöchen. Hoffentlich habt ihr das mit Und gleich. okay. Und natürlich auch das R nicht zu vergessen, Ramagani. Ciao. Welcome. Ciao. Ja, Bist du ciao. schon Das wieder sagt man gehen? in Italien Na, so. in Italien heißt guten Tag, ciao. Ach So. so, okay. Bitte. Gut. Wenn ich mich noch recht erinnere, ich war hier an der Anbindung von unserem Übergangsbahnhof zum Umaino hier eine Linie zu machen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das interessiert jetzt Die auch. Frage, habt ihr sie schon gemacht? Ja. So, also. Zum Joi, Ostübergangsbahnhof habe ich schon eingemacht, aber zum Nord noch nicht. Das mache ich jetzt. da ist eine. Oh, Es ja, wird Sommer, der Schnee geht weg. ja, es wird Frühling. was mache ich Es denn war nie jetzt? Schnee da. Was machen ich denn Was, du bist jetzt? in Österreich und kein Schnee? Ja, ich habe genau einmal Arbeit gehabt, diesmal mit Schnee. So, Jungs, erzählt mir, So. was mache ich überhaupt jetzt? Ja, ich weiß nicht, was du machst. Ja, nee, weil du bist jetzt oben bei, also, Aprisis, du bist jetzt oben bei Mobino beschäftigt. Aber nur noch eine Linie machen, dann sollte das alleine erstmal laufen. Wieso? Ja, weil ich hier irgendwie, bei mir ist alles angeschlossen. Ich brauche nur noch die Übergänge. Okay. Na, Ja. bei Wien wolltest du einen Hauptbahnhof machen, der öffentliche Hand ist. Ja, den wollte ich machen, aber Ja, dafür habe ich noch nicht dann. das Geld. Okay, dann bei Kollege. Frankreich, dort bei Luxemburg, mal einen Übergangsbahnhof. Den kannst du Oh. doch bauen, so mit drei Haltestellen für Bus und gut ist, oder? Ja, das ist mir doch egal. Ob wann macht es Ja, eigentlich dann bau sinnvoll? den doch mal. Und den kannst du gleich Ups. mit der öffentlichen Hand bauen und dann baust du nur Da hat man schon, oder? Dings hin. Wo ist denn da das Problem? Da ist doch gar kein Problem. Was legt er mir jetzt wieder ins Maul hier? Das ist ja unglaublich, ey. Ehrlich mal. Wir haben Oh. zwischendurch eine Frage stehen. Ja, also du Eventuell. ja Kannst klar, jetzt dann nichts frag. bauen oder wie war das? Ramagani, weil du kein Geld hast. Doch, 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 Geld habe ich noch. Das Problem ist halt nur, dass Aprisus jetzt woanders beschäftigt ist und ich. Dann bau doch den Ja, ich Übergangsbahnhof bin schon noch mal, das. dabei! Alter Schwede! Halt doch's Maul Und dann jetzt! schließe ich den doch dort mit an. Ne? Ich sehe doch schon, dass er da entsteht. Ist doch alles gut. Ja, dann halt Und er doch's baut den Maul! sogar mit seinem Geld und macht ihn dann öffentlich, aber okay. Ja, Er hat's nein, ja. nein, Prima. nein, nein, das ist schon Sinn und Zweck, ey. Es wird hier nichts mit öffentlicher Hand gebaut, ne? Ach so? Ja, was Ja, denkst das du, sehe ich auch so. was denkst du denn? Ja, aber du musst es ja eh dann der öffentlichen Hand übergeben. Ja, das mache ich dann, aber ich habe es dann auch bezahlt. Gut, okay, wenn das in Zukunft so gehandhabt wird, weil die zwei Sollte schon, ne? Übergangsbahnhöfe zu Momaino, die habe ich klein mit der öffentlichen Hand gebaut. Der Drecksack, er bescheißt. Ah, oh, du glaubst es nicht, du Cheater, Ja, ehrlich. Zu würde das viel. eher als, wie soll ich sagen, nicht vorher abgestimmte Sache abtun. Das ist doch Ey, selbst. das Das sowas ist doch. muss man nicht abstimmen. Nee, das ist selbstverständlich, dass du das erst baust und dann in die öffentliche Hand übergibst. Also, ach, Mann, oh Mann, oh Das Mann, oh Mann. sieht man mal wieder, wie die Kollegen hier in die eigenen Folgen der anderen gucken. Das ist unbeschreiblich. Wieso hast du hast einen YouTube-Kanal? Oh Mann, jetzt mach den öffentlich, damit ich hier den Stopp hinsetzen kann hier. Junge! Finger weg von meinem Fickschnitzel-Drecksacke. Finger weg von meinem Bier, du Fickschnitzel. Nein. Und Okay. siehst du, in Ankara wurde schon eine Kirche gebaut. Siehst du, bei mir Ey, boomt's. Respekt, ja, In Ankara. genau, eine Kirche in Ankara. Ich dachte, das wären Moscheen da. Nein, Schule nein. kommentiert. Hey, dafür hat er in Ankara keinen YouTube mehr. Ja, genau. Also Distanziert. Ramagani, ich habe schon mal bei dir an Toulouse, ne, habe ich da schon unseren Übergangsbahnhof gemacht. Was hältst du davon? Ja, passt. Ich Hast schon würde. gesehen, ne? Wo ist denn der Nee, öffentliche ach. Stopp-Public halt, ne? Wir Genau. nennen den öffentlichen Bahnhof mal noch Ach Leute. anders, weil es Ach ja, nur das kann ein ich jetzt Land noch war, machen, geht jetzt genau. zum Glück. Ja, das machen wir mal als erstes dann. Du hast vollkommen recht. Wie nennt ihr das Also kannst ja gucken bei Kopenhagen und hier bei Minsk, wie ich die Übergangsbahnhöfe da genannt habe. Also Übergangsbahnhof abgekürzt als ÜBH. Dann was? ja, ÜBH, hatte ich ÜBH. glaube
Aprisus Momaino abgekürzt mit AM und dann Ost und Nord noch dazwischen. Deine Mama das, ÜBH, ey. ASRAM nenne ich das, ganz einfach. ASRAM. Nicht SD-RAM, sondern ASRAM. So. Oder was das, verstehst du auch, ne, ASRAM, was das ja, ist, klar. Oder? Und dann mache ich dann aber, noch... Aber wie nennt man den Übergang zwischen Ramagani und Aprisus? Das müsst ihr wahrscheinlich werden. Oder was? Ventilator nein, oder sowas. Nein, Schlampen für Aprisus. Was? Nein, nix. Das höre ich mir nochmal an. Also ich habe das jetzt ASRAM F-E gemacht für Frankreich, Spanien. Och, Leute. Kreativität. So, und jetzt noch öffentlich. Ne? Kreativität gleich null, hä? So, ich gehe jetzt hier in die öffentliche Hand, um den mal umzubenennen hier, glaube ich. Nein, das ist der Bahnhof, steht auf meinem Land und der Bahnhof heißt so, wie ich den Bahnhof genannt habe. So. Luxemburg 1 Land H? Halt's dein aus. Ernst? Nein, keine Ahnung. Ramagani, ja? Schickst du dann da auch ein Fahrzeug hin oder eine Kutsche oder sowas? Ja, ja, ich bin da schon. Du baust auf meinem Gelände, Mann. Ja klar, ist ja nicht schlimm, ne? Bei mir sind so viele Berge, da habe ich gedacht, ich mache das dir. Sei froh, dass du nicht die Kosten hast. Oh, Leute, das geht so nicht. Siehst du doch, oder? Da, ey, das ist öffentliche Hand, das war ich gar nicht. da kommt jetzt meine arische Mentalität. Gefällt dir da nicht, oder was? Ja doch, passt schon, aber ne, man hätte ja auch mal was sagen können, wa? Hab ich doch, du hörst wohl nicht zu. Gut. So. Momaino, alles klar? Ja. Bist du überhaupt hat Momaino da? Schon gesagt in dieser Folge? Bist du überhaupt schon da? Ja, schon. Ich hätte schon Frage, aber man hört mir ja nicht zu. Na, du redest. Beziehungsweise, ich will seit 5 Minuten eine Frage stellen, aber das geht irgendwie total unter. Ja, deine Frage. Ab wann lohnt es sich, dass man eine eigene Stadtlinie macht? Also, relativ zügig eigentlich. Ja, sobald 2, 3 Gebäude nicht mehr im Abdeckungsbereich sind, kannst du damit anfangen eigentlich. Ja, okay. Also die Kutschen sind so langsam, da ist bei, das nicht so. Bei einem kann. Gebäude musst du damit nicht anfangen. Ja, keinen Sinn. So, ASRAM. ASRAM, das hört sich an wie so ein, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin Aria, ne? Alles klar. Du weißt Bescheid. Ich bin Österreich. Ich weiß Bescheid, genau. Ja, Österreich ist Little Deutschland. Kein Thema. So. Puh. Puh. Also ich habe den Rapp-Übergang jetzt auch beliefert mit Kutschen, ne? Ja, ich fahre schon seit einer halben Stunde. Rapp-Übergang, Alter. Leute, hört auf zu kippen. Oh Mann, ey. Ja, liebe Zuschauer, tut mir leid, aber das ist Simultrans am Anfang, ist halt ziemlich langweilig. Also die dritte Folge jetzt so ein bisschen hier diesen ganzen Scheiß da mit Namen übernennen oder in Benennung und so, das ist dann halt jetzt so erstmal. Ja, da aber muss man durch. Ansonsten. Aber ich finde, das ist nicht so lang, so für so viele Langeweile haben wir aber schon kräftig gelacht. Ja, das stimmt, oh, da hast du recht. Nein, ich sag jetzt mal, spielintern ist halt die Langeweile einfach extrem hoch, erstmal in den ersten Folgen. Na, guck mal, hier in Mailand kann ich schon wieder ausbauen. Ey, so, dann werde ich noch weiter meine Bushaltestellen in Rathaus umbenennen. Seit einer Woche. Ey, hast du schon Spanien angeschlossen? Spanien habe ich jetzt angeschlossen. Seit einer Woche. Ja, war Kirche, juhu. Seit einer Woche versuche ich schon. Was? Hallo? Jetzt weißt du, wie es mir vorgegangen ist. Seit einer Woche versuche ich schon, die Leute hier in Italien voll zu labern, wer Weltmeister wird in Brasilien. Hm? Tipp? Österreich! Ja, wahrscheinlich, ist klar. Ey, wir hätten uns ja fast qualifiziert. Fast. Das ist ja schon eine Auszeichnung. Ja, wenn ihr jetzt nicht dabei seid, für wen bist du dann? Das ist jetzt die Frage. Also Deutschland... Müssen wir schauen, wer wirklich dabei ist. Nein, Deutschland wird es nicht. Wieso? Weil wegen ist so. Geht nicht. Nein. Nerven nicht, kann nicht sein. Nein, Deutschland wird nicht Weltmeister. Okay. Nein, ich meine jetzt nicht, wer Weltmeister wird von Momaino, wüsste ich gerne, sondern wie welche für Matcha favorisiert er dann in dem Moment? Meine Favoritenländer sind eigentlich Schweden und Mexiko. Ja, Türkei. Ach so.
Türkei? Ja, war doch ein großes Spiel damals, Österreich-Türkei. In Österreich. Hä? Da ging doch die Post ab. Nicht? Wohnort? Ach Leute. Wie? Ja, da war kein Österreicher im Stadion Nein, wahrscheinlich, ne? die Türkei durfte doch 2008 bei der Europameisterschaft nicht mitspielen, weil sie nämlich so ausgerastet sind gegen die Österreicher. Ach so, ja. Das ist Oh, schon lange her. Leute, Leute, Leute. Fußballhistorik, Wir das sind halt Simotran-Spieler, ne? ja, aber auch als Simultanspieler sollte man wissen, dass Notre Dame nicht in Mailand steht. Ja, aber guck mal, Matthias. wann war die WM das Spiel, worauf du jetzt anspielst? In welchem Jahr? Das war die Qualifikation für 2008. Ja, siehst du, davon können wir doch gar nichts wissen. Wir leben 1905, Hallo, Junge. ihr seid doch alle älter als ich. Okay, Momino nicht, aber Leute, ehrlich. Hey, weißt du, wir sind älter, das verstehst du schon richtig. Und ab einem gewissen Alter hat man Alzheimer. Weißt du, Reiter hat damals auf Hitler salutiert. Weißt du, was ich meine? Was? Oh, ey, jetzt ist es eng. Jetzt Oh, müssen wir das aber ist vorsichtig scherz. langsam Nein, werden, ja? nein, Scherz am Rande. Aber nein, ich meine so, das ist doch so, keine Ahnung, das ist doch Grundbildung Fußball. Gerade für Europameisterschaft und Weltmeisterschaft nach 2006. Ja, ich kann mich nur entsinnen, dass in Belgien, glaube ich, das erste Stadion zusammengebrochen war. Nee, in England war das. War das Liverpool? Nein, in Belgien, War, das war doch vorher, nein, ne, oder? nein, 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 das war in Liverpool ist Liverpool. aber England. War das in Doch. Liverpool, wo die 100 Ich ein glaube, paar Leute. Liverpool war das, ja. Ja, genau. Liverpool, ich glaube, es war England irgendwas, ja. Ja, das war schon England. Ja. Ja, aber wenn man dann überlegt, dass man jetzt in Brasilien, wo relativ viel Armut auch herrscht, dann sowas dahin bringt, ne, bringt das dem Land was? Ja. Nein, Auch den falschen Leuten da im Endeffekt nur, ne? definitiv haben die Leute, die vorher schon gehabt haben, die haben danach mehr. Ja, Mensch. und die nichts haben, die haben jetzt dann nachher, Also geht's noch die schlechter, ne? Frage ist ja auch das, was ich jetzt oben in der Doku gesehen hatte, die gehen ja jetzt gegen diese Ghettos. Drogenviertel dort vor mit Armee, richtig? Da rückt ja richtig die Armee ein, ne? Weil sie es anders gar nicht mehr unter Kontrolle bringen. Bloß die Einwohner, die sind halt so der Meinung, naja, bleibt das dann auch so, wenn die Ja. WM vorbei ist oder zieht dann das Militär Nein. wieder ab und die Drogenbarone kommen wieder rein, Das weißt alles, was sie jetzt machen, das hat alles mit dem du? Piss. Du da, du Aprisus, du da. Na? Du hast da einen Fehler gemacht. Wo? Umschlagsplatz Nord. Ja? Warum hast du zwar Stopp, also Einfahrt verboten, Schirm in die Ausfahrtrichtungen? Es kommt gerade Ja, du glaubst die es nicht, Meldung oh mit Mann. Karotte mehr. Du Ist da glaubst es nicht. drin. Also die gelben Seiten, das ist die Einfahrtsrichtung und die grauen Seiten, das ist die Ausfahrtsrichtung. Okay, oder ich gehe gleich hin und gucke mir das mal an, Die aber muss egal. das kann schon Die gar kein Fehler Verkehrszeichen sein. gehen Ich mache keine eigentlich. Fehler, das war nur eine Neuerung, die ihr noch nicht begriffen habt. Ah, das ist wie mit dem Ampelmännchen, Ja, genau. Er wieder. ich So. weiß. SP macht mit. Gut. Genau. Ach, jetzt So. wollte ich in eine Meldung rein und gucken, wo ist denn überall was gebaut? In Also. Trondheim, Mailand, Ups, Venedig, hast du. Bern, Nein, also. Palermo, Ja. Also. Ankara. Okay, wenn in der öffentlichen Hand kann das aber nicht machen, oder was? Achso. Jetzt nochmal zum Thema Brasilien, ne? Das wird danach genauso sein wie vorher auch. Die Leute, die leben immer noch im Ghetto, die wissen nicht, wie sie was zu essen auf den Tisch bringen. Und die sowieso schon die Kohle hatten, die haben Kohle gemacht. Ja, Das ist wie in Deutschland. das ist so, Ja. ja. So, ich Da habe bereichern jetzt sich das nur Signal die geändert, sollte jetzt entscheidenden Parteien. funktionieren. Jo, jetzt funktioniert's. Juhu, ich kann wieder fahren. Ab dafür. So. Oi. Genau. Und da würde ich nämlich bald sagen, wir haben nämlich jetzt unsere Zeit wieder ran, da wir ja die Folgen nicht jede Folge eine halbe Stunde hier machen wollen. Genau. Haben wir Handfeuer. jetzt die Zeit wieder geschafft? Und was haben wir in der Folge geschafft, außer über Fußball zu quatschen? Ich habe Drei einen Ortslinien. Anschlagsbahnhof mit Ramagani gemacht und ich habe doch alle meine Namen umändern können in Rathaus. Und Also ein bisschen war da schon schon wir was. schon die ersten vorhin gehabt. Also wir haben Ja, da habe ich das Übergangsbahnhöfe vernachlässigt. geschaffen und es läuft. Und Ja. Rambo-Rama war wieder aktiv. Okay. Ja, dann Bis zum würde ich nächsten nämlich Mal. sagen, bis zur Ja. nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis Reingehauen. dann. Ciao. Ciao.